Ja, hallo, News aktuell. Heute habe ich ein kleines Anliegen. Und zwar folgendes. Ihr wisst ja, dass die neue Formate kommen. Für mich ist jetzt eine kleine Ansage, weil für die Leute, die es noch nicht wissen, es kommen hier momentan jeden Tag mal am Abend Folgen. Okay, alles gut. Dazu muss ich sagen, mal am Abend ist eine Sache. Läuft doch ganz normal weiter. Braucht ihr keine Sorgen haben, weil ich habe es doch irgendwie hingekriegt, die Folgen doch noch weiterzumachen und auch ein bisschen interessanter. Dann muss ich dazu fragen, nicht fragen, sondern sagen, ihr wisst ja, dass hier neue Formate kommen, habe ich aber auch schon gerade gesagt. Jetzt geht es darum, okay, Formate, gut. Kann man so sehen und so sehen. Aber ihr wisst ja auch, René hat ja auch mal geschrieben, Renés Welt oder Renés Zuhause oder ja, der aus der Serie JVA Rezum, der den Brock spielt, der die Baal spielt. Ja, der René hat gesagt, wann kommt wieder Manuel und Manuel? Warum da nichts Neues kommt? Ja, und ich habe ja gesagt, dass neue Folgen Manuel und Manuel kommen. Kommt jetzt auch demnächst. Ich arbeite schon fleißig dran, habe auch schon ein paar Folgen produziert. Und dazu muss ich sagen, schneide ich gerade auch Manuel und Manuel. Nebenbei Manuel am Abend wird nebenbei geschnitten. Und ein paar andere Sachen. Natürlich auch Wolken-TV. Ich musste ja alle Folgen runternehmen, weil ich das Intro neu machen wollte. Weil mir das alles nicht so gefallen hatte. Ja. Und das kommt jetzt ja auch. Aber in erster Linie wollte ich sagen, Manuel, Manuel, bin ich gerade mit dran zu schneiden. Und ich habe nur die Folgen so geschnitten, ja, mit den Doppelgängern, dass das so passt, wie es einigermaßen passen soll. Und ja, ich habe jetzt da letztlich tolle Aufnahmen gemacht. Ein paar müssen noch gemacht werden, also geschnitten werden. Und dann werden auch noch ein paar neue Aufnahmen produziert. Ja, damit ich dann wieder einmal wöchentlich eine tolle neue Manuel und Manuel Folge für euch zeigen kann. Ja, und ich gucke dann noch genau nach, an welchem Datum, an welchem Tag das online geht als Premiere. Extra für euch. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Und jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist, für die Leute, die es nicht wissen, es kommt hier regelmäßig was, mindestens einmal wöchentlich. Und da habe ich schon bis September im Voraus, also da braucht ihr keine Sorgen haben, es kommt mindestens einmal wöchentlich ein Video von meiner Hündin Fly jeden Samstag um 10:30 Uhr. Da bin ich schon bei über 60 Folgen. Aber natürlich ist gerade mal die 50. Folge dran gewesen heute. Und dazu muss man sagen, heute ist ja ein Samstag, der 8. Juli. Und wie gesagt, da lief natürlich auch eine Folge von meiner Hündin Fly, Fly die Hündin Folge. Da müsst ihr nachgucken. Da kommt jeden Tag eine Folge, heute war auch eine dran. Die Folge 50, um genau zu sein. Und heute Abend kommt Mal am Abend die neue Folge. Und ja, gleich werde ich mir gerne PC machen. Und was werde ich da machen? Manuel und Manuel weiter schneiden. Weil ich habe noch ein paar tolle Folgen gemacht. Auch Fly, wo sie dabei ist. Hat auch sehr gut geklappt, besser als die anderen Fly-Folgen, wo Fly dabei war. Ja. Weil manchmal möchte ich sie dann zu der Person hin und sie streicheln lassen. Und wenn man dann da plötzlich den Platz wechselt, will sie vielleicht woanders hin, und dann passt das manchmal nicht so. Aber diesmal war Fly top, muss man sagen. Und dazu muss ich noch sagen, von Fly der Hündin kommt ja jeden Samstag eine Folge. Jetzt war die Folge 50 dran heute. Und dazu muss ich sagen, wenn ich so weitermache, habe ich bald genauso viele Folgen wie von Team mit dem Hund. Ja,
Aber ich versuche noch wesentlich mehr zu machen, um halt passend auf zu sein und sagen zu können, dass ich mehr Folgen habe von Team mit dem Hund, von Fly der Hündin, als von Team mit dem Hund. Ja, und ich habe ab und zu bei Timmy Folgen gemacht. Ja, und da gab es natürlich auch noch eine andere Serie zu, aber Timmy TV, aber Timmy aktuell war die Serie, die wirklich jeden Tag lief. Und bei Fly der Hündin ist das so, dass er nicht jeden Tag läuft, sondern nur einmal wöchentlich, um halt ein bisschen Vorlauf haben zu können. Auch wenn man mal länger Zeit nichts gemacht hat, kommt trotzdem immer was online. Und das ist der Vorteil. Ja? Wir haben jetzt schon 2 Monate im Voraus Material. Fast bis Oktober, sagen wir mal so. Ich meine bis Oktober. Und das, oder sogar November sogar schon. Genau weiß ich es nicht. Aber jedenfalls ziemlich lange Voraus. Ich gucke ja mal nach und so, ne? Wie das aussieht, wie viel ich noch machen muss und so. Ja, und versuche halt von Fly diesmal mehr zu machen als von Timmy. Aber dazu muss man auch wiederum sagen, ich habe auch noch eine private Sache am Laufen mit Timmy, wo ich immer viel gemacht habe. Filme, die nicht ins Internet gehören, die einfach nur privat sind für mich, von der Familie her. Und ja, deswegen kann ich da nicht einfach hingehen und das mal eben hochladen, ne? Weil das speziell ist. Und ja, bei Timmy aktuell, ja, und die Sachen sind auch nicht in HD, nicht nur die Sachen, die zum Schluss waren. Und deswegen ist das auch so besser. Und bei Fly ist das natürlich so eine ganz andere Nummer. Da kann man das alles noch entsprechend so machen, dass es einigermaßen passt. Ja, und dazu muss ich wiederum auch sagen, ist auch viel Arbeit, aber ich versuche halt gut Material zu machen. Ich stehe mittlerweile 2208 Videos, die ich bis jetzt produziert habe, allgemein hier auf dem Kanal. Ist schon eine ganze Menge. Mit denen sind 2809, was heute gelaufen ist, an Videomaterial, was hier auf dem Kanal gibt. Da gibt es auch noch vieles, was nicht gelistet ist oder privat ist. Aber die habe ich jetzt nicht mitgerechnet, sondern nur was wirklich öffentlich ist und was die Leute auch sehen können oder halt anklicken können, aber erst sehen können, weil es eine Premiere ist. Aber darum kann ich nur sagen, ich habe schon eine Menge an Material hier auf YouTube stehen und das muss man erstmal schaffen. Natürlich gibt es auch Kanäle, wo es das gibt, bei den Medien zum Beispiel, die wirklich jeden Tag was machen. Oder ein Fußballverein, der jeden Tag was hochlädt. Ist eine ganz andere Nummer, aber das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Ja, und bei mir ist das so, ich möchte auch nur dann was machen, wenn ich selber sage, okay, heute möchte ich was machen, mit Herzblut, und dann läuft das schon. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wenn ich zu viel von einem selben mache, ist zwar eine gute Sache, weil man viel Material hat, aber man möchte auch nicht mal dasselbe machen. So, heute habe ich mir wieder ein anderes T-Shirt angezogen. Ja, ich habe ja mehrere hiervon und darum kann ich auch, damit ihr auch seht, dass ich nicht lüge. Da, seht ihr das? Warte mal. Ich fahre euch mal ein Stück zurück. Seht ihr das? Ich habe auch zwei verschiedene Bremen-Trikots. Oder mehrere, die gleich sind. Und jetzt fahre ich euch mal wieder ran. Und so könnt ihr auch sehen, dass ich auch nicht nur ein T-Shirt habe, sondern mehrere habe. Und dass ich auch regelmäßig meine T-Shirts wechsle. Und von dem, was ich jetzt anhabe, habe ich 3 Stück. Muss man dazu sagen. Und wenn man so viel anhat oder davon hat, hat man natürlich auch viel und kann auch regelmäßig immer dasselbe tragen und trotzdem, ich sag mal,
Ja, immer was Frisches anhaben. Ich habe heute geduscht. Beim Sport heute ist der Samstag noch, der 8. Juli. Ja. Und diese Ansage ist auch sehr wichtig, weil, ja, wie sagt man, ich wollte euch einfach nur sagen, dass da noch einiges kommt und dass ich für euch dran bin zu produzieren. Und ja, wenn man sowas macht, kommt natürlich auch viel. Aber dafür kann man wenigstens sagen, man hat was getan. Und nebenbei bemerkt. Und ja, gleich werde ich jetzt, ja, wie gesagt, Manuel weitermachen. Also zu schneiden. Und ich habe jetzt nur erstmal das geschnitten, die Doppelgänger zurechtgemacht, dass hier einer ist, da ein Manuel ist. Und so habe das soweit gemacht. Den Abspann muss ich ganz zum Schluss machen. Aus dem Grunde, damit ich dann gucken kann, wie es passt. Und so, ja, und das mache ich ganz zum Schluss. Und dann wird das Ganze nochmal ausgespielt und dann wird das entsprechend ein Trailer gemacht aus dem Gesamtmaterial. Und der Trailer, der dann kommt, ist natürlich auch ein besonderer Trailer, den ich auch noch aufnehmen muss. Und da kann man sich auf jeden Fall freuen, wenn die neuen Manuel-Folgen kommen. Warum? Da werdet ihr dann sehen, es gab da tolle Sachen und oder gibt da tolle Sachen, wo ich schon mal darauf hinweisen kann. Da wird sich René auf jeden Fall freuen. Es wird wieder lustig. Das ist wieder spannend. Ja. Halt wie so ein, ja, Bud Spencer-Film halt. Wo der eine sich über den anderen aufregt. Warum ist das so? Warum lacht er mich schon wieder aus? Warum muss er mich wieder erschrecken? Oder wie auch immer. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Deswegen seid gespannt. Bald geht's schon wieder los. Ja. Und wann genau? Erfahrt ihr in dem Trailer. Der kommt jetzt die nächsten Tage. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und dann gibt es wieder tolle, tolle Manuel und Manuel Folgen. Manuel am Abend läuft ja schon bereits. Neue Folgen. Ja, dann kommt meine Hündin Fly und ich endlich. Manuel und Fly. Das kommt jetzt auch demnächst. Ich arbeite schon fleißig an viele Sachen gleichzeitig. Aber ihr könnt euch freuen. Ja. Und was sonst noch kommt, erfahrt ihr natürlich auch. JVA Rezu, René ist hinter Gitter in der Frauenknast, was wäre wenn? Ist auch im Dreh. Ja. Und momentan kann ich dazu nicht drehen, doch, Teil. Aber so den Grundgerüst kann ich momentan noch nicht drehen. Da muss ich erst warten, bis es wieder soweit ist. Weil ich muss dann auch gucken, dass die passende Person dabei ist. Und dass es auch nicht so warm ist, weil sonst kannst du nicht drehen. Und wenn es zu heiß ist, bringt dir das nichts. Und dann muss ich auch noch gucken, wie ich das mache. Aber ich arbeite dran. Ihr könnt euch freuen und alles andere werden wir sehen, wie es damit auch weitergeht. Ja. Und dann schauen wir mal. Ja? Ich bin auch schon ein bisschen mit JVA Rätsel angefangen. Aber auf jeden Fall kommt noch einiges. Und wenn ihr mehr wissen wollt, was sonst noch hier auf dem Kanal demnächst kommt, schaut doch in dem aktuellen, wohlgemerkt aktuellen Trailer vorbei, zu dem Kanal, den Kanal-Trailer von 2023, 2024. Dort findet ihr nochmal alles ganz genau ins Detail. Zwar nicht genau, wann es kommt, aber das ist dieses Jahr und nächstes Jahr so richtig noch hier, was Aktuelles kommt. Und natürlich sind noch ein paar aktuelle Sachen dabei und ein paar Sachen dabei, die schon etwas älter sind. Aber da kann man sehen, was hier Neues geben wird, was in Zukunft noch kommt und worauf ihr euch freuen könnt. Natürlich auch auf Manuel und Love is in the Air. Die Flasche mag mich sehr, um genau zu sein. Und vieles, vieles mehr. Lasst euch überraschen. Ich danke fürs Zuschauen. Das war eine kleine Information oder eine kleine Ansage sozusagen.
wie René das Bar ja sagen würde. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns wieder. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Warum? Habe ich gerade schon erwähnt. Ich muss noch Manuel schneiden, weitermachen, damit da auch endlich starten kann für euch. Also seid gespannt, macht's gut oder nein. Schaut einfach heute Abend in der neuen Manuel am Abend Folge rein. Da wird es mit Sicherheit auch spannend sein. Und ciao.